Ja, servus Leute. Herzlich willkommen zu einer brandheißen Ausgabe der Breaking Electro News und diesmal aus gegebenem Anlass, denn die IAA hat jetzt eine ganz interessante Pressemitteilung herausgegeben. Und zwar wird es auf der IAA auch die Möglichkeit geben, auf einem Testgelände verschiedene Fahrzeuge verschiedener Hersteller Probe fahren zu können. Und darunter befinden sich auch Hybride und auch Elektrofahrzeuge. Es wird wohl auch möglich sein, die in der Stadt und auf der Autobahn mal Probe zu fahren. Allerdings finde ich die Angaben hier von der IAA ein bisschen verwirrend, denn zum einen ist angegeben, dass man hier auf diesem Testgelände die Fahrzeuge Probe fahren kann. Außerdem steht dann aber auch auf der Internetseite, Autobahnen und exklusive Teststrecken in der Frankfurter Innenstadt liegen direkt vor den Toren der IAA und ermöglichen ein intensives Testen in allen Fahrsituationen. Also gehe ich davon aus, dass man tatsächlich auch das Ausstellungsgelände mit den Fahrzeugen verlassen kann und diese dann in der Innenstadt und auf der Autobahn mal Probe fahren kann. Und jetzt gibt's aber den eigentlichen Grund für die Sonderausgabe der Breaking Electro News. Die IAA hat jetzt bekannt gegeben, dass insgesamt 72 Fahrzeuge von 13 Herstellern zur Verfügung stehen werden für Testdrives. Und jetzt kommt die eigentliche Neuigkeit. Auch Tesla wird mit zumindest einem Model 3, ich kann jetzt die Fahrzeuganzahl natürlich nicht beurteilen, dort vor Ort sein. Das heißt also, diejenigen, die immer schon mal einen Tesla Probe fahren wollten, aber bisher noch keine Gelegenheit hatten, die können auf der IAA die Gelegenheit beim Shop verpacken und dann das Model 3 mal selbst antesten. Wie ich finde, auf jeden Fall eine tolle Nachricht, weil soweit ich weiß, hat sich Tesla in der Vergangenheit mit Messen immer relativ zurückgehalten. Aber jetzt kommen sie augenscheinlich zur IAA. Die wird vom 12. bis 22. September stattfinden. Und es gibt neben diesen Fahrzeugen auch noch weitere Fahrzeuge offensichtlich zu fahren. Also hier steht dann auch noch was von E-Move Track für E-Bikes und E-Scooter, ein autonom fahrendes Shuttle, Outdoor-Parcours oder die Kids World. Also mit anderen Worten, da wird für Action gesorgt sein und man kann viele elektrische Fahrzeuge, also die E-Mobilität, mal antesten und schauen, ob das was für einen ist. Und natürlich bringen auch andere Hersteller ihre Autos mit zu diesem Testdrive auf der IAA. Unter anderem haben wir hier den i3, wir haben Hybride von Honda, wir haben den Hyundai Kona EV, den Hyundai Ioniq EV. Da hoffe ich drauf, dass das schon das Facelift sein wird, dass ich mir den mal anschauen kann. Der Jaguar I-Pace wird da sein und der Volkswagen e-Golf wird sogar noch da sein. Und hier sieht man dann auch nochmal das Tesla Model 3. Also mit anderen Worten, ich gehe davon aus, da ist was dran. Und man kann wirklich die gesamte Bandbreite der E-Mobilität auf der IAA sich mal anschauen. Wie ich finde, eine super Sache. Ich freue mich riesig, dass auch Tesla auf der IAA vertreten sein wird. Da werde ich natürlich dann auch mal vorbeischauen. Und Tesla scheint auch mit einem Stand tatsächlich vertreten zu sein in der Halle FG West 1050. Allerdings muss ich zugeben, dass ich auf dem Hallenplan das Ganze noch nicht ausmachen konnte. Also F10 ist also hier der Bereich offensichtlich, aber wo jetzt 50 ist, habe ich nicht verstanden. Und auch bei den Anzeigen der verschiedenen Aussteller ist das nicht zu sehen. Aber schön ist, ich habe auch Polestar schon gefunden. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was ich dann alles so vorfinde. Ich gehe also auf jeden Fall auf die IAA und ich werde mir natürlich alles, was Elektromobilität betrifft, auch anschauen. Ja, und das soll es dann schon für die Sonderausgabe der Breaking Electro News gewesen sein. Wie gesagt, Tesla ist nach Angabe der IAA vertreten und wird auch Fahrzeuge oder zumindest ein Fahrzeug zum Probefahren vor Ort haben. Finde ich super. Wer noch nie im Tesla gesessen hat, hat dort also auf jeden Fall die Möglichkeit, das Auto mal anzutesten. Ja, das soll es dann für die heutige Ausgabe gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und im besten Fall vielleicht sogar ein Abo.